Vermittlung von Auslandsimmobilien auf Zypern spezialisiert. Wie finde ich denn als Interessent die perfekte und beste Immobilie für mich? Und wie kompliziert ist denn am Ende der Erwerb einer Immobilie in Nordzypern? Gar nicht kompliziert, wenn Sie sich mit uns in Verbindung setzen. Und wie finde ich meine Traumimmobilie? Indem wir vorher das, was Ihre persönlichen Wünsche sind, vernünftig drüber sprechen. Wichtig ist, dass der Interessent das kommuniziert, was er persönlich für sich im Prinzip für Ziele hat. Entscheidend ist, möchte er dort irgendwann mittelfristig selber leben? Mit Familie, nur mit Partner? Möchte er die Wohnung einfach nur vermieten und Rendite machen? Möchte er ein Haus haben, wo er sagt, wenn ich ein Haus habe, möchte ich umzugehen können. Ich möchte 2 Schlafzimmer, 1 Schlafzimmer, 3 Schlafzimmer. Er muss seine Wünsche kommunizieren und je besser er seine Wünsche kommuniziert, ob er sagt, ich will einen eigenen Pool, ich will keinen Pool, ich will den und den Standard haben, ich möchte im Prinzip mir alles an die Füße getragen bekommen. Er muss im Prinzip äußern, was er möchte, und dann haben wir sicherlich immer das richtige Projekt für ihn. Wenn ich das Projekt oder das Objekt eher als Rendite ansehe und möchte es vermieten, wie schätze ich am besten den Bedarf ein und welche Größenordnungen lassen sich denn nach Ihrer Erfahrung am besten vermieten? Am besten vermieten lassen sich Studios und Wohnungen mit 1 und 2 Schlafzimmern. Das ist von der Flexibilität dessen, was ich vermieten will, am besten. Studios, Single oder eben halt Paar. Und Studio mit 1 Schlafzimmer, Familie mit 2 Kindern zum Beispiel. Oder eben halt die 2+1, also mit 2 Schlafzimmern, Menschen, die eben halt sagen, wir wollen als kleine Gruppe mal unterwegs sein oder als größere Familie. Und so, je nachdem, im Prinzip, sage ich mal, sagt man, die beste Situation vom Preis-Leistungs-Verhältnis um Ertrag ist eigentlich eine, wenn ich jetzt reinweg nur auf Ertrag gehe, 1+1, also eine Wohnung mit 1 Schlafzimmer. Und wie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis einmal zwischen Miete und Kauf und wann hat der Investor seinen ROI? Wir haben in Nordzypern 300 Sonnentage. Wir reden, wenn wir eine kalkulatorische Hochrechnung machen, um zu sagen, wir reden nicht den Worst Case, aber wir reden darüber im Prinzip, dass er eine gute Vermietbarkeit hat. Dann reden wir im Prinzip von 190 Tagen, 200 Tagen. Wenn wir mehr erreichen, steigert das nur seine Rendite. Aber sag ich mal, wenn wir mal sagen 190 Tage, und das ist eigentlich in den letzten 5 Jahren immer übererfüllt worden. Selbst in der Pandemiezeit 2020, 2021 hatten wir eine gerammelt volle Insel und haben bestens vermietet und haben die Renditen, die wir versprochen haben, auch erfüllt. Wir reden, wir müssen unterscheiden zwischen Hauptsaison und Nebensaison. Und in der Hauptsaison rede ich im Schnitt um 100, 120 Euro. In der Nebensaison rede ich im Prinzip im Schnitt zwischen 50 und 70 Euro. Die meisten Immobilieneigentümer nutzen ja, wie Sie auch gerade gesagt haben, die Immobilie gar nicht das ganze Jahr. Die kommen ab und zu zum Urlaub und ansonsten steht hier die Immobilie leer. Das heißt, bietet sich ideal dafür an, sie zu vermieten. Aber wie sieht es denn aus mit Nordzypern als Touristenland, als Ferienland? Ist es im Kommen? Ist es generell schon relativ gut ausgelastet? Wie sind da Ihre Erfahrungen? Die Auslastung der Insel war sicherlich in den letzten Jahren, vor 5, 6, 7 Jahren, nicht so, dass man sagen kann, sie ist überfüllt. Das hat sich aber in den letzten 3, 4 Jahren extrem geändert. Wir haben einen sehr wachsenden Bauboom mit extrem hoher Nachfrage. Wir haben Bereiche in Kerenia zum Beispiel, aber auch in Iskele überwiegend, wo du nicht mal mehr zu einer normalen Miete ein Objekt findest, weil im Prinzip, sag ich mal, alles vermietet ist oder alles verkauft ist. Verkaufen können sie im Moment fast keine Altbauten mehr, weil nichts auf dem Markt ist. Sie können eigentlich nur Neubauten kaufen.
Das ist der eine Part. Der andere Part ist, dass die Menschen immer mehr den nordzyprischen Bereich als Urlaubsland entdecken und die Vorzüge des, ja, der günstigen Lebenshaltungskosten, des Wetters, schnelle Erreichbarkeit, im Prinzip all das schätzen doch einige. Es gibt viele Anbieter auf dem Markt, die eine Vermietung auf Nordzypern anbieten. Welche Kosten kommen denn eigentlich auf den Eigentümer zu, wenn er diesen Service in Anspruch nimmt? Ja. Die Bauträger, die die Objekte die bauen und verkaufen, bieten dem kaufenden Interessenten auch einen entsprechenden Vermietungsservice an. Der kostet in der Regel 30% des Mietertrages. Wir haben für uns ein ganz spezielles Vermietungssystem aufgebaut, in dem wir preisgünstiger anbieten, weil wir nicht den gleichen Weg gehen wie die Bauunternehmer. Die Bauunternehmer gehen den normalen Weg, Booking.com, TripAdvisor, Airbnb, wie sie alle heißen, und müssen dort natürlich schon mal bei der Vermittlung eine hohe Commission bezahlen und für ihre Arbeit schlagen sie eben halt ihren eigenen Part nochmal drauf. Wir gehen nicht über Booking.com und wie sie alle heißen. Wir machen unseren eigenen Bereich über Social Media und haben dort ein eigenes Netzwerk aufgebaut. Und wir haben ein System, was derzeit seinesgleichen sucht, nämlich nicht vergleichbar derzeit ist. Wir haben eine eigene Software, die jetzt im Januar an den Start geht, die zusätzlich die Kunden unterstützen wird, speziell auch in den Bereichen Mai bis September. Brauche ich mir keine Gedanken um die Vermietung machen, ist eh die Insel knallvoll. Aber von Oktober bis April, dort haben wir immer noch Schwächen als Insel, ganz normal. Und Nordzypern ist nicht nur bekannt für tolles Essen und schönes Wetter, sondern eben halt auch für gesundheitliche Aspekte. Von Zähne bis im Prinzip zur Schönheitsbehandlung, Kinderwunsch, alles dort ist dort vor Ort vorhanden. Durch in Deutschland ausgebildete Ärzte, durch deutsche Technik, die dort im Prinzip zum Einsatz kommt. Und wir verbinden Urlaub und Gesundheit im Prinzip zusammen über diese Plattform für unsere Kunden und lassen dadurch in den schlechteren Vermietungsmonaten, wo eben halt der normale Urlauber in der Hauptsaison nicht kommt, lassen wir eben halt die anderen Sachen aus, um damit auch die Rendite für den Kunden zu steigern, wenn er als Eigentümer eine Wohnung anbietet. Vielleicht können wir das noch einmal ganz kurz zusammenfassen, in ganz kurzen Stichpunkten. Was sind die drei Vorteile, die Sie abhebt im Gegensatz zu anderen Anbietern? Wir haben vom Konzept her eine Situation entwickelt, um dem Eigentümer einer Wohnung nicht nur Mietinteressenten zu einer Hauptzeit zu bieten, sondern über das gesamte Jahr. Dadurch steigere ich automatisch die Rendite. Und wir haben einen eigenen deutschen Hausmeister, der nach dem Rechten guckt mit seiner Frau zusammen, die leben dort. Und egal, was dort ist, kann er uns anrufen, wir reparieren es und kümmern uns darum. Und wir sind, wenn er in Deutschland ist, sind wir vor Ort und sind Ansprechpartner, wenn irgendwas mit der Immobilie ist. Und wir kümmern uns eben halt darum, dass er seine Miete auf das Konto bekommt, wo er es hinhaben will. Jetzt haben Sie es schon angesprochen, Nordzypern ist auch bekannt für das Gesundheitssystem und nicht eben nur für die Spielcasinos. Es gibt so viele großartige Kliniken und auch umfangreiche Universitäten, Hunderttausende von Studenten. Welche Vorteile bietet denn Nordzypern seinen Kunden, die dort das Gesundheitssystem nutzen können? Was ist denn so besonders daran? Es ist gegenüber dem deutschen Gesundheitssystem sehr professionell aufgestellt. Nehmen wir vergleichbar, wenn Sie heute einen Zahnersatz haben wollen, dann kennen wir alle diesen großen metallischen Löffel, den ich in den Mund nehmen muss mit dieser weichen Masse, was eben halt viele doch nicht so gut abkönnen.
Da sind die Zahnärzte in Nordzypern ein Stück weiter. Die haben eine deutsche Technik, einen deutschen Computer, der so groß wie eine Zahnbürste, und damit wird der gesamte Mundraum abgescannt. Und ich brauche diesen Löffel nicht mehr im Mund nehmen, sondern das wird über so eine Art Zahnbürste in dieser Größenordnung, wird der Mundraum abgescannt und darüber wird der Zahnarzt direkt angefertigt. Das heißt, ich kann, wenn ich beim richtigen Zahnarzt bin, meinen Zahnersatz morgens anfangen und abends gehe ich mit einem fix und fertigen Zahnersatz nach Hause. Das ist fix. Und das werden Sie in Deutschland nicht finden. Aber das ist Nordzypern, aufgrund der vielen Studenten, die dort sind, hat Nordzypern als einer der wenigen Länder auch eine eigene Samenbank. Deswegen sind Menschen, die den Kinderwunsch umsetzen wollen, in Nordzypern bestens aufgehoben. Dass wir Haartransplantationen haben, dass Schönheits-OPs, alles das im Prinzip, was auch im Bereich Augendiagnostik, haben wir einen sehr, sehr hohen Standard. Wie nutzen Sie denn im Vermietungsservice diese Vorteile aus, die das Gesundheitssystem mit sich bringt? Indem wir dem Kunden die Vorteile zeigen, welche finanziellen Situationen er bei der Umsetzung alleine hat, dass er, wenn ich heute mal einen Kosten- und Heilplan für 2 Schneidezähne vorne bekomme und ich soll 6.500 Euro zuzahlen und ich bekomme 14 Zähne im Oberkiefer komplett neu und zahle dafür im Prinzip nicht mal annähernd so viel. Dann weiß ich im Prinzip, sage ich mal, dass der Aufenthalt von 7 Tagen oder 14 Tagen, die ich dort verbringe, neben der gesundheitlichen Umsetzung meines Wunsches auch noch ein paar Tage Urlaub machen kann und habe extrem viel Geld gespart. Und ich glaube, das ist für viele deutsche Technik, in Deutschland ausgebildete Zahnärzte, auch mit deutschsprachiger Begleitung im Prinzip die Behandlung, sodass er also keine Angst haben muss. Er wird am Flughafen abgeholt, er wird ins Hotel gebracht, er wird zu den Behandlungen gebracht. Das heißt, auch da ist der Kunde mit keinem Weg alleine. Wie kann denn, wenn wir jetzt Zuschauer haben, die sagen, Mensch, das hört sich total spannend an, wie kann ich denn als Kunde Ihre Angebote nutzen oder auch buchen? Wie funktioniert das? Im Moment ist es noch so, dass er uns anrufen muss. Aber ab Februar haben wir wir lassen gerade dafür eine professionelle Software schreiben, wo alles das, was wir gerade angedacht haben, die ganzen Verträge mit den Kliniken, die ganzen verschiedenen Möglichkeiten, er kann daher entscheiden, ob er in einem normalen Apartment oder in einem 5-Sterne-Hotel untergebracht werden. Der Kunde hat nachher alle Wahlmöglichkeiten in dieser Software, um zu entscheiden, was er gerne hätte. Wenn wir auf Zahnbereich gehen, schickt er uns vorher einen Kosten- und Heilplan. Dieser Kosten- und Heilplan wird an unsere Ärzte gegeben. Wir kriegen im Prinzip, sage ich mal, das Angebot zurück. Und er kann entscheiden, zu welchem Zahnarzt er sich denn entscheidet. Wird der Kunde denn über die komplette Behandlungszeit von Ihnen betreut? Beginnend vom Airport. Wir holen ihn ab, wir fahren ihn ins Hotel, wir fahren ihn zu den Behandlungen. Entweder selber oder durch Taxi organisiert. Er ist nicht alleine. Das heißt, auch wenn ich ankomme, organisieren Sie den Transfer vom Hotel bzw. vom Flughafen zum Hotel, zum Apartment und wieder zurück. Das heißt, da kann man sich komplett auf Sie verlassen. Genau. Und wenn er in der Behandlung, wir haben Zahnärzte, die sprechen Deutsch, wir haben Zahnärzte, die sprechen nur Englisch. Und je nachdem, wenn er des Englischen nicht so mächtig ist, und dann sind wir auch bei der Behandlung dabei, wenn er das zulässt. Und wenn der Kunde jetzt eine Behandlung wählt, wenn das der Hauptgrund ist, kann man trotzdem durch ein paar Urlaubstage diese Dauer verlängern und kann sagen, Mensch, ich möchte eigentlich so beides ein bisschen kombinieren? Das ist eigentlich der Sinn dabei, dass er vor allen Dingen auch nicht nur alleine kommt, dass er mit seiner Familie zusammenkommt und dass er eben halt diese 14 Tage, 3 Wochen gleichzeitig eben halt kombiniert. Gesundheitliche Aspekte umsetzen, aber auch ein paar schöne Tage. Das heißt, wenn ich meine engsten Vertrauten mit bei der Behandlung dabei haben möchte, ist es durchaus möglich. Problem. Im Gegensatz zu Deutschland darf man auch dort in Nordzypern derzeit eine zusätzliche Person mit reinnehmen. Jetzt haben wir schon so einen ganz kleinen Ausflug in die Kosten gemacht. Und Sie haben es schon gesagt, gerade beim Thema Zähne
gibt es doch einige Kostenvorteile. Welche finanziellen Vorteile hat der Kunde noch, wenn er die Behandlung in Nordzypern wählt im Vergleich zu Deutschland? Also die Behandlungskosten sind extrem geringer als in Deutschland die Zuzahlung. Das ist eine Menge. Ja, das ist, wir haben in Holland einen marokkanischen Kunden gehabt, der einen Kostenvoranschlag von 41.000 Euro hatte im Prinzip und er konnte das Ganze im Prinzip dann in unserem Bereich um für 13.000 Euro umsetzen. Ja. Und ich glaube, das sind Einsparungen, wo man ohne Probleme dann auch, ja, ich sag mal, noch 14 Tage Urlaub dranhängen kann mit der Familie. Mindestens. Ohne dass das Budget gesprengt ist. Aber man muss natürlich fairerweise sagen, jeder Kunde kommt mit seinem Individualproblem. Wir können natürlich gewisse Sachen, ob nun das Zahnfleisch zurückgegangen wird, ob das aufgebaut werden muss, das wissen wir natürlich alles nicht. Das kann eben halt auch dann nur vor Ort entschieden werden. Aber dafür reicht er uns ja vorher einen Kosten- und Heilplan ein, wo eben halt genau drin steht, was der Arzt für eine zu Hause in Deutschland für ihn geplant hat. Und damit können wir schon sehr gut einschätzen, wie lange auch die Behandlung denn dauert. Und wir würden ihm dann auch sagen, pass auf, du musst zweimal kommen oder du brauchst länger. Das werden wir natürlich alles mit ihm vorher besprechen. Jetzt sind es ja schon enorme Preisunterschiede, die Sie gerade erwähnt haben. Muss ich denn auch Abstriche machen bei der Behandlung? Nein. Das heißt, das ist guter europäischer Standard? Wenn Sie Kunden sehen, die aus der Behandlung rauskommen und sie können nicht erkennen, dass sie einen Zahnersatz gerade bekommen haben, dann glaube ich, ist an der Qualität wenig zu meckern. Wie schaut es denn aus mit der Nachkontrolle? Denn einige Eingriffe müssen ja im Nachhinein doch nochmal durch den Facharzt kontrolliert werden. Muss ich dann wieder zurück nach Nordzypern? Es kommt darauf an, also ich sage mal, im Zahnbereich kann ich diese Nachbehandlung auch jederzeit woanders machen, also bei meinem Hausarzt wieder machen lassen. Bei der Behandlung von Haartransplantationen bieten unsere Ärzte einmal im Monat in Berlin eine Nachkontrolle an. Ah ja, okay. Das heißt, man muss nicht unbedingt zurück, wenn man nicht eh noch ein bisschen Sonne... Nein, der Kunde, sage ich mal, der Arzt kommt einmal im Monat nach Berlin, hat hier seine eigene Praxis. Und wird dann die Nachkontrolle seiner Arbeiten durchführen. Warum sollte denn nun ein Kunde seine Gesundheitsbehandlung bei Ihnen und über Ihr Portal buchen? Weil wir Ihnen den besten Überblick des Marktes geben, weil wir nicht nur Nordzypern, sondern auch die Türkei mit im Boot haben, wo wir für den Kunden, wir haben Vorteile in Nordzypern, aber es gibt auch Kliniken oder Behandlungen, die in der Türkei, in Istanbul, in Ankara im Prinzip, sage ich mal, besser sind. Und wir haben über das Portal, was wir im Frühjahr nächsten Jahres starten, den Überblick über die verschiedensten Anbieter, sodass der Kunde bei uns nicht nur den einen Zahnarzt angeboten bekommt oder die eine Behandlung von den und den Arzt, sondern er hat bei uns einen Überblick der verschiedensten Kliniken mit den Möglichkeiten der verschiedensten Wohnmöglichkeiten, ob er vom Apartment bis zum Fünf-Sterne-Hotel kann er im Prinzip wählen, wo er in der Zwischenzeit der Behandlung leben möchte. Und dazu kommt eben halt, er ist nicht alleine. Er wird nach wie vor von uns, wenn er Betreuung braucht, wenn er sagt, ich möchte, rufen mal an und sag, wie oft habe ich das, die Kunden sagen, wir wollen gerade heute schick essen gehen, wir möchten gerne ein gutes Steakrestaurant, was kannst du empfehlen? Das heißt, auch dort kommunizieren wir immer wieder mit den Leuten und sagen, pass auf, geh dahin und dahin, wir haben da schöne Plätze, wir haben für dich schon angerufen, Platz ist da, reserviert, kannst du hingehen. Er ist eben halt nicht alleine. Abschließend als letzte Frage möchte ich doch einmal den Bogen zum Tourismus spannen. Und die letzte Frage lautet demzufolge, warum sollte denn der Kunde eine Urlaubsvermietung über Sie buchen? Die gleiche Antwort wie vorher auch. Er ist nicht alleine und er hat über uns die bestmögliche Auswahl der verschiedensten angebotenen Projekte vom Apartment bis zum Hotel und das eben halt über die gesamte Insel.
Ja, vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren und so umfassend über Nordzypern und natürlich auch über die touristischen, aber auch gesundheitlichen Vorsorgemöglichkeiten und Behandlungsmöglichkeiten informiert haben. Dankeschön. Danke, dass ich da sein durfte.